Es ist gute Tradition bei Phoenix, bei einem Parteitag auch mit Kollegen zu sprechen, die schon lange die Partei beobachten. Und das wollen wir natürlich auch in diesem Fall tun. Und ich bin froh, dass uns Helene Bobrowski von der FAZ zugeschaltet ist. Frau Bobrowski, Sie beobachten ja die Parteitage der Grünen schon seit einigen Jahren, natürlich auch diesen digitalen Länderrat. Was sagen Sie denn? Die Grünen, die wollen jetzt wieder sich mehr ins Blickfeld bringen mit diesem Länderrat. Wie versuchen denn die Grünen, ihre Rolle zu finden momentan? Ja, Sie haben es ja gerade eigentlich schon angesprochen. Die Lage der Grünen in den vergangenen Wochen war schwierig. Wir sehen das auch an sinkenden Umfragezahlen. So standen die Grünen noch um die Jahreswende bei deutlich über 20% und lagen nur ganz knapp hinter der Union. Jetzt sind sie so zwischen 15 und 19%. Sehen Sie die Demoskopen, was schwierig ist und was natürlich damit zu tun hat, dass Sie in der Corona-Krise nicht richtig punkten können. Die Kernkompetenzen, die jetzt gefragt sind, also Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik, Gesundheitspolitik, gehören eben nicht zum grünen Kerngeschäft. So sehr sich die Grünen auch bemüht haben, dort nachzuholen. Sie haben es gerade gesagt, der vergangene Parteitag im November war vollständig dem Thema Wirtschaft und Bauen gewidmet. Trotzdem sind die Grünen halt in den Augen der Wähler noch kein politischer Vollsortimenter. Jedenfalls so sehen es die meisten. Und das macht es in dieser Krise natürlich besonders schwer. Der Tag heute ist sicherlich der, wo sie aus der Rolle des konstruktiven Kritikers, so würde ich das bisher beschreiben, die Rolle der Grünen auch hinaus wollen mit ganz eigenen Vorschlägen, eigenen Akzenten. Und die stehen im Leitantrag drin. Also so präsentieren das die Grünen jedenfalls heute. Wenn wir auf diese Vorschläge und auf diesen Leitantrag des Bundesvorstandes schauen, was sagen Sie denn, wo können die Grünen denn tatsächlich vielleicht Akzente setzen? Ja, sie haben umfassende Vorschläge gemacht in der Sozial- und Familienpolitik, also Hilfe für arme Familien, die jetzt in der Krise besonders leiden. Corona-Elterngeld, das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist eben die Wirtschaftspolitik. Da plädieren die Grünen ja schon länger dafür, dass die Schuldenbremse gelockert werden soll, dass man mehr Geld ausgibt, und kommen jetzt eben mit diesem 100 Milliarden Konjunkturpaket. Sie schlagen auch Einkaufsgutscheine vor, immerhin in Höhe von 20 Milliarden Euro, wobei sich da auch schon andeutet, da soll es wohl eine streitige Abstimmung geben. Also da sind eben auch nicht alle Grünen einer Meinung. Da deuten, und auch ebenfalls bei der, das zweite Thema, wo es wohl wirklich zur Sache gehen wird heute, ist die EEG-Umlage, die nach den Vorstellungen des Bundesvorstands, so steht es im Leitantrag, gekürzt werden soll, also reduziert werden soll. Da erregt sich auch Widerstand in der Partei, dass man sagt, nein, wir wollen ja, unser Ziel ist ja im Grunde genommen, Strom einzusparen, die grüne Energie voranzubringen. Da können wir eben nicht die EEG-Umlage, die zur Finanzierung der erneuerbaren Energien dient, runterfahren. Also es wird wohl, sofern das denn mit der Technik alles so funktioniert, es gab jetzt ein paar Anlaufschwierigkeiten, jedenfalls für uns Journalisten war der Livestream am Anfang etwas brüchig. Wenn das alles so funktioniert, wird es da wohl auch zum Schlagabtausch kommen. In der Tat, das wäre, wenn wir jetzt, wir haben die letzten Parteitage ja beobachtet, vielleicht wird tatsächlich bei den Grünen, was den Inhalte anbelangt, mehr diskutiert werden als bei den letzten Parteitagen, wenn das digital überhaupt möglich ist. Was haben Sie denn im Vorfeld gehört, was auch beispielsweise die Diskussion um die Finanzierung der Vorschläge angeht? Also Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer wird ja überhaupt nicht erwähnt. Genau, da haben sich die Grünen bisher ein wenig rumgedrückt. Im Leitantrag steht also auf die ja tatsächlich wichtige Frage, wer das am Ende alles bezahlen soll, diese 100 Milliarden Euro, hält sich der Leitantrag noch zurück, und da heißt es lediglich, starke Schultern sollen mehr tragen als schwache. Was ungefähr alles sein kann, weil nach unser jetziges Steuersystem ist ja auch da schon danach ausgerichtet, dass die Starken, die Reichen etwas mehr zahlen als die mit den niedrigeren Einkünften. Es wird jetzt unter Grünen hitzig diskutiert, heißt das eine Vermögenssteuer, heißt das eine Vermögensabgabe, heißt das möglicherweise ein neuer Soli, also eine neue Steuer, die ja jetzt eigentlich auslaufen soll. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die Grünen haben mit der Vermögenssteuer, mit diesem Thema ja 2013 ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Einer der Gründe, warum die Bundestagswahl damals aus Sicht der Grünen so schlecht lief, war die Diskussion um die Vermögenssteuer, die eben auch bei grünen Anhängern nicht nur auf Zustimmung stößt. Insofern sind sie da sehr vorsichtig, müssen sich aber natürlich die Frage gefallen lassen, wie man denn das am Ende finanziert. Und das
wird sicherlich heute auch zur Sprache kommen. Frau Bobrowski, was haben Sie denn eigentlich gehört? Wir haben es kurz schon angesprochen. Die Grünen haben nicht mehr ganz so gute Umfragewerte im Moment. Sie liegen unter 20%. Wie nervös ist man denn bei den Grünen angesichts dieser sinkenden Umfragewerte? Na, die Mask oder die Richtschnur, die jetzt so aus der Parteizentrale kommt, lautet: bitte nicht nervös werden. Also noch versuchen Sie, die Stimmung aufrechtzuerhalten, zu sagen, das ist eben normal, dass in der Krise die Stunde der Exekutive schlägt und deswegen die Regierungsparteien profitieren. Sie verweisen auf die gestiegene Mitgliederzahl. Diese Woche wurde ja bekannt, dass die Grünen die Marke von 100.000 Mitgliedern durchbrochen haben, zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Was man aber den Grünen anmerkt, ist, dass sie die Sorge umtreibt, doch, dass es eben, dass diese Geschlossenheit, die wir ja in den vergangenen 2 Jahren beobachtet haben, die eben auch einer der Hauptgründe dafür sind, dass die Partei so gut dastand, dass das eben, wenn es nicht mehr so gut läuft, auch zu bröckeln droht. Und dass eben dann wieder welche vorpreschen mit eigenen Vorschlägen, dass der Streit, die Diskussion, die es ja immer in der Partei gibt, wieder in der Öffentlichkeit ausgetragen wird und all das passiert, was im Grunde in der Zeit vor Robert Habeck und Annalena Baerbock gewesen ist, wieder losgeht, also vor 2018, und dass das eben auch die Partei schädigen wird. Trotzdem hat Michael Kellner heute Zuversicht ausgestrahlt. Er hat gesagt, er habe sich noch nie so auf eine Bundestagswahl gefreut wie jetzt, obwohl das ja noch ein gutes Jahr hin ist. Aber er versucht eben, die Partei weiter zusammenzuhalten. Robert Habeck hat in einem Interview gerade gesagt, in der Krise, da nervt ihn besonders, dass er kein Ministeramt hat, also dass die Grünen nicht in der Exekutive sitzen. Die grüne Parteispitze ist vielleicht deswegen natürlich jetzt auch ein bisschen im Nachteil. Sehen Sie denn sowas wie eine grüne Formschwäche derzeit? Naja, so richtige Fehler, jedenfalls größerer Art, haben die Grünen bislang nicht gemacht. Jedenfalls nicht so, dass man sagen würde, dass sie das jetzt nachhaltig schädigen würde. Sie leiden halt ein bisschen darunter, dass sie nicht so sehr im öffentlichen Fokus stehen. Das versuchen sie natürlich heute zu ändern. Und sie wollen halt unbedingt regieren. Und das ist natürlich in der Partei. Inzwischen haben sie die Partei auch auf diese Linie gebracht. Das war ja ganz deutlich zu sehen beim Parteitag im November. Und jetzt geht es halt darum, das auch zu realisieren. Aber die Träume vom Kanzleramt sind derzeit jedenfalls völlig unrealistisch. Vielen Dank, Helene Bobrowski. Vielleicht sprechen wir uns später nochmal dann in der Pause des Parteitags. Vielen Dank erstmal für den Moment. Ja.